Da ist eine Bärenfalle. Oha. Wo ist der? Da oben ist einer. Ach, da ist eine Leiter. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Enshrouded. In der letzten Folge waren wir ja hier im Rabenblick Bergfried und waren auf der Spuren von der Mutter Lupa und wissen jetzt, dass die hier drüben irgendwo ein Lager gebaut haben. Ich würde aber gern hier auf dem Weg noch die Fuka-Begegnung machen, weil die sollte direkt hier irgendwo sein. Und das wird sich jetzt einfach anbieten, bevor wir hier weiter rennen. Weil wir haben ja genau an dieser Stelle hier gestoppt. Das letzte Mal. Und wenn wir schon in der Nähe von etwas sind, dann wäre es ja Dummfug, wenn ich das nicht direkt mitnehmen würde. Hier gibt's Kupfer. Genauso wie hier draußen für jeden Interessierten. So, wo ist die da unten? Hallo? Hier ist ja niemand. Hier ist eine Falle im Boden. Also da muss man hier immer aufpassen bei den Fuka. Ist hier oben irgendwas? Hier ist ein Lagerfeuer. Hier ist eine Kiste. Oha, Wolfhydra. 38 Schaden macht der. Ist das eine Einhand oder eine Zweihand? Schaut aus wie eine Einhandwaffe. Yes. Jetzt werden wir hier ein bisschen verwöhnt, hä? Mit Waffe und so. Und was haben wir hier noch? Ach, nur einen Ort zum Rasten. Mon Dieu. Passt. Dann gehen wir nonstop weiter. Da hinten ist auch eine Stadt, so wie es ausschaut. Oder die Ruinen, die Überbleibsel. Oder Stadt ist zu viel gesagt. Es wird vielleicht mal irgendeine befestigte Burg gewesen sein. Hä? Hm. Und da haben sich die Fuka niedergelassen. Kriege ich keinen Segen, schade. Wow. Gut, dass ich neben die Falle gefallen bin. Interessanter Ort. Auf jeden Fall. So. Aber hier scheint jetzt nicht wirklich was Interessantes irgendwo großartig zu sein. Ich will weiter. Kann das sein, dass die da hinten oben sind? Wow, da sind drei. Da gebe ich Gas. Jetzt haben wir eh schon bald wieder ein Level-Up. Aber ich muss sagen, mir gefällt der Unterschied zu dem nächsten Biom jetzt, also wo wir jetzt hier unterwegs sind. Wow!
Ja. Diese Säbelzahntiger oder was das auch immer sein sollen, darstellen sollen, die darf man echt nicht unterschätzen. Oha, sind die heftig. Ja, ich kann auch einen Altar bauen, das heißt, ich kann zur Not mir einen Altar hinpflanzen irgendwo. Okay, es schaut so aus, als wäre das da oben auf dieser Klippe und da müssen wir hinten auf diese Brücke kommen. Und da müssen wir uns den Weg bahnen. Wie Schaden mache ich eigentlich mit dem Holzpfeil? Och, es geht. So. Dass ich die auch mal weiterbekomme. Weil ich will die nicht einfach wegschmeißen, sondern ich will sie benutzen. Aber aktuell legen sie mir einen Slot im Inventar. Oha, Lichtexplosion und Säurebiss nochmal bekommen. Ist für uns in dieser Hinsicht jetzt nicht so interessant. Da hinten ist alles voller rotes Miasma, seht ihr das? Oh je. Yeah. Aber da hinten sind noch viel, viel, viel mehr Ruinen. Da hinten schaut aus, als wäre da eine Art Warte. Dann geht's jetzt halt auf jeden Fall mal hier zur Brücke. Wow. Tipp an alle, die hier unterwegs sind, schaut, wo ihr hingeht. Level 20. Und jetzt haben wir es erreicht. Das Maximum. Gut, den wollte man nicht haben. Pflanzenfaser, kann ich mir eine Bandage machen auf dem Weg? Ne, mir fehlt Garn und dazu bräuchte ich noch mehr Pflanzenfasern. Aber das kann man mal mitnehmen. Okay, hier geht's auf jeden Fall hoch. Ja, da kommt. Wenn ihr euch messen wollt. Der hat ja eine Steinschleuder. Och ja. Unsere großen Reise. Da ist auch wieder eine Hütte. Nur ich habe jetzt langsam das Gefühl, dass mit den ganzen Erweiterungen, die wir für unsere Überlebenden kriegen, uns der Platz vielleicht bald ausgeht. Das heißt, ich muss dann mal eine extra Schicht einlegen und unsere Hütte ein bisschen weiter ausbauen. Vielleicht breiter und länger machen. Okay, schön ist es hier. Ich würde auf jeden Fall sagen, bevor hier irgendwas passieren kann, machen wir uns hier einen Altar her. Was kann ich denn weghauen? Oh, ich will immer nichts wegtun. So. Flammenaltar. Jetzt hat er mir natürlich genau die Steine hier unten reingelegt. So. Jetzt haben wir einen Flammenaltar und weil wir jetzt schon voll sind, springen wir mal kurz nach Hause. Ich mache schnell die Taschen leer. So.
reparieren wir schnell unsere Sachen. Und wir haben ja die Waffen noch bekommen, die könnten wir noch schnell aufbessern. Haben wir hier das Essen? Dann packen wir den Rooibos hier oben mit rein. Ist ja nur bedingt was zu essen. Fossiler Knochenstaub kann ich hier noch mit rein. Oh, Leder habe ich auch schon. Kommt auch noch oben, weil das ja schon verarbeitet ist. Dann das Essen. Ich hau hier immer das Fleisch direkt rein. Dann kann der mir einfach hier weiter grillen währenddessen. Halt natürlich nur das, was ich eingestellt habe. Aber ich kann dann das Fleisch hier noch zwischenlagern. Die Eier packe ich noch oben rein. So. Dann haben wir noch einmal den Ritterhandschuh, den wir jetzt nicht mehr brauchen, weil wir ja schon einen haben. Das Schwert will ich aufheben, weil uns das ja schon so schöne, gute Dienste geleistet hat und das will ich in Ehren halten. Vielleicht gibt es hier irgendwie mal so einen Waffenständer, wo man das ausstellen kann, so ähnlich wie bei Skyrim. Falls ihr das gespielt habt und euch erinnern könnt, da gab es ja diese, wenn man sein eigenes Haus hatte, diese schönen Schilde, wo man seine Waffen aufhängen hat können und so. Gut, das behalten wir mal. Oder nehme ich das nicht mit? Nein, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Und jetzt halt verbessern wir mal kurz unsere Waffen und dann geht's rein in das Chaos. Also ich vermute, dass es zum Chaos wird dort vor Ort. Da habe ich Tränke drin und da sind auch die Runen perfekt. Brauchen wir einen NPC? Ausrüstung verbessern. 1, 2, 3, 4. Yo! Yo! Sehr schön. Miasma-Schaden, Wuchtschaden, Miasma-Schaden. Yo! Das hat sich gelohnt. Das hat sich jetzt hart gelohnt, würde ich mal so behaupten wollen. Und ich nehme mir hier noch mit einen Elixiertrank, Trank der Brut. Weil wenn wir uns jetzt mit der Mutter anlegen müssen, dann ganz ehrlich, dann will ich da noch ein bisschen was hier in der Hinterhand haben und so. Und dann geht's nonstop retour. Zweimal, dreimal, mysteriöses Fläschchen, den Elixiertrank haben wir jetzt schon mal getrunken und den Trank der Brut, den können wir uns jetzt auch schon gönnen, der hält 30 Minuten, ganz ehrlich, mehr auf Drogen kann man nicht sein, wir sind jetzt bis unter die Hutschnur gepimpt, wo sind die Materialien? Dieses Kind spielt mir schon wieder Streiche. Ich habe Phil gesagt, er soll ein paar normale Steinblöcke für die Brückenreparatur holen. Er war natürlich nicht glücklich, doch er ist jung und agil. Er kann sie problemlos tragen. Aber natürlich lädt er sie einfach ab und hastet davon. Du wirst sie sicher selbst finden, Alter. Brich dir nicht den Rücken. Was für ein Nichtsnutz. Also, wo sind die Blöcke? Da ist auf jeden Fall schon mal eine Truhe. Da haben wir noch mal ein paar Schwarzpulverkügelchen bekommen. Oha, der schießt mir mit Bomben. Okay, der widersteht dieser Waffe. Dann probieren wir die hier aus. Oha. Bist du denn für ein... Ja, die ist effektiv. Sehr schön. Und hier unten ist ein Haken. Sehr schön. Hier ist eine Truhe. Wir haben normale Steinblöcke freigeschaltet. Ja, sehr schön. Die können wir uns da mal angucken, wie die ausschauen. Da ist wieder ein Wolfi. Zwei Wolfis. Da ist eine Bärenfalle. Oha.
Wo ist der? Da oben ist einer. Ach, da ist eine Leiter. Dann gehen wir jetzt halt erstmal die Mauer hier entlang. Ich mag das nicht, wenn jemand von oben auf mich runterschießen kann. Und hier können wir uns jetzt halt einen Überblick mal verschaffen. Da hinten ist die Mutti. Da sehen wir es wieder rum. Stolzieren. Die Wuchttrumme des Todes. Mann. Bronzepfeile? Okay. Dann haben wir den hier. Dann haben wir den hier. Dich. Dann haben wir den hier. Da ist eine Kiste. Silbersturm. Eis und Schock. Perfekt. Für jeden, der den braucht. Da ist noch mal eine Kiste, habe ich gesehen. Genau hier zwischen dem Schutt. Fossiler Knochenpfeil. Sind wir wieder im Game. Nein. Nein, nein, nein. Jetzt komme ich da nicht durch. So. Sollten wir die drumherum alle erledigt haben, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Wow. Wow. Der mache ich ja null Schaden. Also gar nichts. Also... Ja, wenn ich daneben schieße, noch weniger. Oida. Ah, cool. Sie kommt nicht bis hier hoch. Schau, ich hab auch was für dich. Bombe auf die Wampe. Bombe auf die Wampe, Bombe auf die Wampe. Ich kann mir hier noch welche reinholen. So. Machen wir mal, bis ich kein Mana mehr habe, würde ich sagen. Passt. Jawoll! Also, diese ganzen Schädel, die da rumfliegen, die sind hier sehr, sehr praktisch. Sind ja bloß 4 oder 5. Gut. Jetzt haben wir die nächste Mutti platt gemacht. Was haben wir jetzt hier noch alles Schönes?
Außer die Gerbereistation, Tierfälle, da können wir schlafen. Hier ist sie, oder? Wir haben die Gerbereistation, meine Freunde. Was haben wir hier noch? Gerbereistation Rezept. Denkt dran, Leute, die Bretter müssen korrekt gespaltet werden. Nichts darf durcheinander geraten. Die Gerbereistation muss genau so gebaut werden, wie die Mutter es verlangt. Ihr könnt euch nicht erinnern, wie? Hier ist die Anleitung. Wenn ihr Pack nicht lesen könnt, ruft Amma. Er wird es euch buchstabieren. Gut, dann haben wir auch noch den Bauplan für die Gerbereistation bekommen. Hier kriegen wir nochmal einen Haufen Tierfälle nachgeschmissen. Okay, wow. Trank der Brut. Hier ist noch was zum Lesen. Sie terrorisieren die Straßen. Ich dachte, der Weg über den gerippten Pass sei sicher, aber Lupe hat alle Handelswege im eisernen Griff. Sie sprangen hinter einer Felssäule hervor, tollwütig und zitternd vor Wut. Sie erblickten mein Gesicht und erkannten mich wieder. Sie hatten die Krippenbedarfkiste in Surats Rast gefunden. Ich wusste, dass sie mir eines Tages zum Verhängnis werden würden. Catherine hatte recht. Es gibt kein Entkommen vor den neuen Patrouillen. Sie sind überall. Sie haben fast alle meine Waren beschlagnahmt. Wenigstens habe ich meine Truhe gut versteckt, bevor sie mich erwischt haben. Aber wie soll ich jetzt von hier verschwinden? Benny. Naja. Jetzt wissen wir, hoffentlich hast du uns geschrieben, wo du sie versteckt hast. Dann können wir sie uns holen, weil du brauchst sie ja technisch gesehen nicht mehr, oder? Okay. Dann sind wir hier, glaube ich, jetzt auch wieder fertig, oder? Hey, Meister, dein Mutti ist schon nicht mehr da. Chill dich mal. Gut, das Zelt noch angeguckt. Passt. Dann bleibt uns jetzt hier eigentlich nichts mehr zu tun, außer nach Hause zu reisen, die Gerbereistation aufzubauen, wo ich noch nicht weiß, wohin. Die hat groß ausgeguckt. Die hat groß gewirkt. Pack ich mal dahin. Zwar richtig groß. Oi. I'm listening. Unglaublich, du hast es wirklich geschafft. Diese Gerbereistation wird der Schlüssel zu unserem Überleben sein. Los, platziere sie, damit wir an die Arbeit gehen können. Wir können jetzt einen großen Rucksack machen, wenn wir genug Leder haben. Sehr cool. Sehr cool. Und gereinigte Verbände und so. Da müssen wir mal gucken. Die ist wirklich groß. Aber die passt technisch gesehen noch genau hierher, gell? Passt genau hier in die Ecke drin. Vor den Ofen. Also schön ist es jetzt nicht, aber praktikabel. Sonst platziere ich die hier unten. Wobei, nee, das passt schon. Getrocknetes Fell, Salz und Ammoniakdrüsen. Das haben wir doch alles, oder? Ja, stimmt, es gibt die neue Funktion hier oben, dass wir direkt aus den unseren Truhen das Zeug hier reinhauen können. Passt. Dann kannst du schon mal anfangen, uns hier Leder herzustellen. Alter, das müffelt. Ich glaube, die packt mal raus. Sonnentempelgeschichten. Auf dem Weg zum Ödland sei lieber auf der Hut. Meine Tante Ellen wurde von einem der Sonnentempel verflucht. Sie wurde von diesem Geisterschädel von unten getroffen, sagte sie, mit klappernden Zähnen. Es ist wahr. Naja, höchstwahrscheinlich. Du kennst Ellen. Sie ist eine Quasselstrippe, aber keine Lügnerin. Ist Emily nicht aus dem Ödland? Vielleicht weiß sie mehr. Okay, jetzt gibt es da wieder was zum Erzählen. Wieder eine neue Geschichte, die wir jetzt hier bekommen. Das ist super cool. Dass sich das dann quasi weiter spinnt für uns. Ich würde allerdings sagen, dass wir jetzt an der Stelle einen Cut machen. In der nächsten Folge reden wir mit der Emily. Und dann schauen wir, was wir als nächstes erledigen. Weil wir brauchen noch den Kessel.
Und ja, schauen wir einfach mal. Mich hat's auf jeden Fall sehr gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, passt auf euch auf und ciao!